Hallo, Ruby. Kommentare. In RubyScripts gibt es für gewöhnlich eine Anweisung pro Zeile, was ein Semikolon überflüssig macht. Dennoch sind mehrere Anweisungen pro Zeile möglich. Auf Groß- und Kleinschreibung muss bei Ruby geachtet werden. Hallo, am Anfang klein geschrieben, ist nicht gleich Hallo. Am Anfang groß geschrieben oder beziehungsweise alles groß geschrieben. Namen von Variablen und Methoden werden übrigens immer klein geschrieben. Siehe Zeile 7. Wobei Klassennamen immer mit einem großen Buchstaben anfangen. Konstanten erkennt man daran, dass alles groß geschrieben wird. Siehe Zeile 10 und Zeile 11. Es wird aber nur einmal ein Wert zugewiesen. In Zeile 11 wird ein zweites Mal ein Wert zugewiesen. Das wird noch zugelassen, aber es kommt zu einer Fehlermeldung. Das werden wir gleich noch sehen. Globale Variablen, die im ganzen Skript eingesetzt werden können, haben als erstes Zeichen ein Dollarzeichen. Instanzvariablen beginnen mit einem Add, Klassenvariablen beginnen mit zwei Add-Zeichen. Okay, vorerst speichern und ausführen mit Ruby-Leerzeichen Hallo Welt.rb. Hier sieht man, dass bei der Konstante eine Fehlermeldung, aber es wird dennoch der zweite Wert zugewiesen, also 4. Eine Zeile wird durch ein Rautezeichen auskommentiert. Die Anweisung wird vom Interpreter also ignoriert. So zum Beispiel Zeile 3. 4 und 5, die kommen jetzt nicht mehr zum Einsatz. Speichern und ausführen. Okay. Ein Bereich wird durch ist gleich Beginn, ist gleich End auskommentiert. Speichern und ausführen. Okay, ciao und viel Glück.